Kommt her! Ja, kommt her! Ein bisschen Psycho. Das war gut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, liebe Freunde. Ja, wir sind hier in einem kleinen verrückten Lager. Hier waren ein paar Leute mit mehreren Hunden, die da hinten liegen. Und auch noch zwei Geschützen. Also die haben hier die Straße versperrt. Aber wir haben, konnten sie alle überwältigen. Und machen dann hier weiter. Wir waren ja vorher, ich zeige euch das mal. Hier haben wir diesen Außenposten entdeckt. Das nur durch einen Zufall. Und eigentlich unsere Mission ist ja, hier unten die Raider zu töten in der Fertigungsanlage. Das heißt, wir folgen jetzt erstmal wieder, jetzt überlege ich gerade, ob wir wieder zur Autobahn sollen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier wieder zur zerstörten Autobahn und da folge ich dem Weg. Das heißt, da oben ist die Autobahn und da gehen wir jetzt erstmal wieder lang. Ich habe auch, bevor ich jetzt angefangen habe aufzunehmen, mein Inventar geleert. Das heißt, ich bin zurück nach Sanctuary und habe da einfach mal alle Sachen wieder, den ganzen Schrott da gelassen und hier mich wieder zurück, teleportiert. Denn ich denke mal, dieses Rumsortieren jedes Mal, das ist, glaube ich, nicht nötig, das jedes Mal in der Folge zu zeigen. Außer wir haben jetzt irgendwelche besonderen Sachen. So, ich werde mal. Hey. Ja, Sir? So, reden. Und dann, er hat mir gerade aufbereitetes Wasser gegeben. Und jetzt, Es ist Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Also gut, Sir. Sie wissen ja, wo ich bin, falls Sie etwas brauchen. Genau. Also, den schicken wir mal nach, auch nach Sanctuary. So, den brauche ich momentan nicht irgendwie. Der ist zwar sehr stark, also mit seinem Flammenwerfer. Oh, wie der davon trottet. Als wenn er so ein kleines bisschen traurig wäre. Hier läuft irgendwo Radio. Was ist das denn da für ein schwebendes Ding? Oh oh. Sie träumen von einer Karriere. Was ist das denn? Okay, ob das gut war. Der hat ja Laser. Oh mein Gott. Den mache ich mal lieber so fertig. Ja. Okay, wie hieß der? Was war das? Ein Augenbot, okay. Irgendeine Spionagendrohne. Schallplatte, Militärstandard und Stahl. Woher der wohl kam? Also das heißt, wenn man den in Ruhe lässt, tut er einem nichts. Aber sobald man angreift, verteidigt sich dieses Mistvieh. So, da hinten sehe ich schon, da fliegen ein paar eklige Käfer rum. Oh, hier wohnt jemand. Oh, nicht getroffen. Verdammt, dafür hat mich das Vieh getroffen. Ist ja ekelhaft. Wir müssen mal kurz hier weg. Aber die geben nicht auf. Die geben echt nicht auf. Was seid ihr denn für? Und jetzt haben wir den Cosmos natürlich nach Hause geschickt. Jetzt, wo es. Ach, Mann. Jetzt habe ich gleich keinen Schuss mehr. Alles hier für diese blöden Viecher aufgebraucht. Und die spucken auch noch mit radioaktiver
Ekelspucke. Nee, ich kann gerade nicht anvisieren, wieso? So, eins noch. Boah, diese... Boah. Ah, ist ja ekelhaft. Jetzt müssen wir uns erstmal heilen. Boah. Diese blöden Blähfliegen. Also das war jetzt nicht so clever, aber ich habe mir irgendwie das ein bisschen leichter vorgestellt. Und zuerst hatte ich auch nur zwei gesehen von denen. Waren ja wohl doch ein paar mehr. Oh. Und die wurde anscheinend auch von diesen Blähfliegen angegriffen, denke ich mal. Dann denke ich mal, braucht sie auch diese Sachen nicht mehr. Na okay. Unterhemd und Jeans kannst du behalten, obwohl das ist Stoff, ne? Es tut mir leid, dich hier... Oh, ein Jagdgewehr. So liegen lassen zu müssen. Und hier haben wir noch ein Radio. Das können wir aber nicht bedienen. Und... Oh, ein lässiges Outfit. Die hat sich ja das ja richtig schön gemütlich gemacht. Klebeband, eine Sicherung. Bier. Ein Gartenstuhl. Was haben wir hier? Ein... Oh, sicher. Gebackene. Ja, deswegen haben die Blähfliegen auch angegriffen. Weil die eine Blähfliege gebacken hat. Na, selbst schuld. Sollten wir vielleicht mal... Ich guck mal, ob wir immer noch ausgeruht sind. Ausdauer, Stärke, Beweglichkeit, Glück. Ich meine, wir sind nämlich nicht mehr genug... Ah, hier sehe ich. Nicht mehr genug ausgeruht, deswegen benutzen wir mal den Schlafsack. Und es ist ja eh Tag. Schlafen einfach mal 5 Stunden. So, dann haben wir nämlich auch automatisch... Ah, guck mal hier. Noch eine Holzkiste. Jetzt sind wir, müssten wir eigentlich... ausgeruht sein. Wo steht denn das? Stand das nicht hier oder steht das bei Status? Oder müssen wir noch länger schlafen? Hm. Naja, wir gucken jetzt erstmal. Wir hatten auch ein Level-Up. Und jetzt schauen wir mal, Revolverheld. Mehr Schaden. Das wäre natürlich nicht schlecht. Hier haben wir ja auf Schlossknacken gesetzt. Du bist eine Kreatur der Nacht. Zwischen 18 und erhältst du 2 Intelligenz plus Wahrnehmung. Es gibt so viele Fähigkeitspunkte, man weiß gar nicht. Ich glaube, ich setze nochmal... Anforderungen nicht erfüllt. Erfordert Level 7. Ach, okay. Na gut. Also, dann... Das können wir auch noch nicht machen. Ach, alles ab Level 7. Okay. Gewehrschütze. Bleibt tödlich beim Gewehr. Angriffe mit nicht auch Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Ja, dann machen wir das, oder? Weil ein Gewehr habe ich ja auch ab und zu mal... Oder sollen wir nochmal... Ja, ich mache nochmal Stärke. So, jetzt können wir nämlich noch mehr Sachen tragen. Jetzt haben wir von 270 auf 280. Na gut, ich glaube, das war die bessere Wahl. Alles klar, machen wir uns weiter auf den Weg. Wir müssen, ja genau, hier lang. Gucken, was wir hier noch so entdecken. Was? Ich habe nur noch eine Kugel. Ach du meine Güte, was haben wir denn noch für Waffen?
Jagdgewehr, okay, da haben wir ein bisschen mehr Patronen von. Die werden wir bestimmt noch brauchen. Okay, dann gehen wir jetzt wieder auf die Autobahn und gehen da mal ein bisschen weiter. Wow, was ist das denn da? Ah, ein Flugzeug ist hier abgestürzt. Wie krass ist das denn? Okay. Wow, da gibt es doch bestimmt Sachen abzustauben, oder? Und ganz viele Skelette. Haarklammer. Karo, Hemd und Hose. Was ist das? Ein wilder Ghoul. Ach du meine Güte. Die sind aber nicht sehr schnell. Na, was bist du denn? Okay. 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 Wow, Ghoul ist doch schnell. Wow, weg hier. Wow, gut, dass ich noch Monok-Cocktails habe. Oh, bist du krank oder was? Ja. Das gibt's ja nicht. Oh, die sind ja mal mega krank, die Typen. Wow. Und der hat... Wofür brauchst du denn ein Sturmfeuerzeug, du krankes, hässliches Vieh? Mann, da schleichen die da so... Boah, das war ja auch Absicht von denen, oder? Dass die so getan haben, als wenn die da nur so ganz easy... rumschleichen würden und dann auf einmal verfolgen die einen wie die Wahnsinnigen. So, wo liegen denn die restlichen Toten? Hier. Der hat ein Spielzeugauto mit. Und der hatte gerade anscheinend Kaffeepause, als ich ihn gestört habe. Naja. Okay, also müssen wir hier mal speichern. Und doch mal ein bisschen vorsichtiger hier langlaufen, oder? Hier oben ist das. Wusste ich doch. Eichhörnchenbissen. So, jetzt müssen wir die Augen offen halten, ob hier noch irgendwo Ghule rumlaufen. Aber wir haben schon ganz schön viele angelockt, ne? Leuchtender Pilz. Hm, nam, 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 nam. Eine Melone. Die esse ich so gern. Zuckerbomben. Ach, den Koffer muss ich entsperren. Na, wir haben ja genug Haarklammern. Die habe ich jetzt nämlich auch mitgenommen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum hatten der so viele Haarklammern. Die hatte ich nämlich im Lager noch in Sanctuary. Die hatte ich aus Versehen da alle... Ach, weggeschmissen. Da! Cool. Ja, cool. Ja, siehst du, eine kaputt gemacht und eine neue dafür wiederbekommen. Ach, das ist ein Sitz. Das ist kein Koffer. Okay. Gucken, ist hier irgendwas? Ja. Das ist aber mega... Das ist aber ein fettes Flugzeug, oder? Guckt euch das mal an, was für ein Riesenteil das ist. Unglaublich. Kapitänsmütze. Ich habe den Koffer des Kapitäns gefunden. Sehr gut. Oh, noch ein Koffer zum Entsperren. Nein, falsche Richtung. Ah, so langsam bin ich da. Oh, schön. Endlich. Schon immer das... Habe ich das rosa... Ich höre doch da jemanden. Ich höre da jemanden. Was haben wir hier? Hört ihr das?
Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, das war relativ leise. Wie komme ich denn da hoch? Hier lang. Oh. Okay, ein Weg drauf, aber es gibt keinen Weg wieder zurück. Oh mein Gott, okay. Warte mal, wir speichern mal. Hallo, wir wollen eine Splittergranate ausrüsten. Oh, los! Wilder Ghoul. Oh Mann. Ja, kritisch. Das war gut. Das hat ihm richtig zugesetzt. Boah, und der hat gesessen. Ja, mein Freund. Na, ich hab diesmal Spielzeug Außerirdischer hatte er in seinem Kopf versteckt. Er wollte ihn schmuggeln, über die Landesgrenze bringen im Flugzeug. Hat aber nicht funktioniert. Luxobree Gaffigunner. Ah, Blutpakete. Boah, hier auf Toilette gehen ist aber auch nicht toll. Oh, was haben wir hier? Unglaublich überwältigende Geschichten. Ja. Sehr gut. Oh, sehr schickes Banner. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigende Geschichten gefunden. Du verursachst 5% Schaden gegen Mirelurks. Aha, perfekt. Perfekt, sehr gut. Hier liegen noch ein paar. Der Spiegel funktioniert nicht. Aber da ist nichts drin. Insta-Püree. Lecker, lecker, lecker. Und ein Löcher. Super, dann bin ich jetzt gleich schon wieder voll. Kartoffelchips. Der Ghoul hat auch nichts mehr. Patronen. Ah, hier muss man sich echt überall jedes Mal richtig gut umgucken, damit man hier nichts übersieht. Und hier geht es jetzt auch nochmal nach oben. Hallo, ist hier jemand im... Hier oben? Na, aber ein paar Koffer. So, mal gucken, ob sich das Ganze hier gelohnt hat. Ah. Schön. Sehr gut. Einmal Raider-Rüstung, gepolsterte... Und so weiter und so fort. Sehr gut. Postbotenuniform. Ah, wenn wir uns mal verkleiden müssen. Flugschreiber, Aufzeichnung, Skyline-Flug. Ah, den können wir uns bestimmt mal angucken, oder? Wo finden wir das denn? Wahrscheinlich unter Diverses, oder? Nein, unter Schrott vielleicht. Flugschreiber, abspielen können wir den anscheinend nicht. Na gut. So, dann haben wir hier alles. Zumindest schon mal hier in diesem Teil. Ich will auch gar nicht ewig hier bleiben irgendwie. Weiß nicht, wenn es hier dunkel wird. Es ist bestimmt nicht mehr lustig hier. Tja, das sieht aus wie ein Arzt mit dem Kittel. Echt ein riesen Teil, ne? Selbst in den Flügeln waren Sitze drin. Hier ist es irgendwo radioaktiv. Ob das an den Pilzen da lag? Nee, ne? Ah, Wasser. Wir müssen aufpassen.
Wasser, das ist auch radioaktiv. Das sollte man vermeiden, da durchzugehen. Haben wir das jetzt auf der Karte verzeichnet, das Flugzeug? Ja. Das heißt, wir müssen hier lang. Nach rechts um... Ah, hier ist eine Straße. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber... Habt ihr gesehen? Der ist auf der Stelle geflogen und jetzt fliegt er durch den Stein durch. Aha. Die greifen mich doch nicht an, oder? Nee. Dann nehmen wir mal hier dieses Blutblatt. Okay, dann geht's weiter zur Autobahn wieder. So ein kleiner Abstecher. Wo ist die? Da vorne ist die Autobahn. Das Wasser hier scheint nicht radioaktiv zu sein. Oh, wo geht's da lang? Achso, das war der Weg, den ich gesehen habe. Dann können wir jetzt einfach mal hier... Hier waren auch keine Ghule mehr, ne? Ich glaube, wir haben hier auch alle besiegt. Dann können wir jetzt einfach mal speichern. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Dann kann uns hier nichts mehr passieren. Ach, das war aber auch echt fies, diese Teile, ne? Und hier muss man echt aufpassen. Man fällt durch diese blöden Drahtgitter, kann man nicht drüber laufen. Da fällt man durch. Man denkt, man könnte da drüber laufen, weil ist ja massiver Draht, aber... Oh, 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 das ist... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da oben ist eine ganze Basis. Oh, das trifft uns hier kaum. Deswegen werde ich die Gelegenheit nutzen, das von hier abzuschießen. Oh, okay, ein paar Mal streift es uns, aber... Komm, wir haben es gleich. Oh, das ist jetzt böse. Für die Pistole haben wir wenigstens wieder ein bisschen mehr Schuss gefunden. Oh, das ist nicht gut. Okay, wir versuchen uns mal langsam hier vorzuwagen. Oh, oh. Habt ihr das gesehen? Da lief schon einer lang. Ein Gunner. Okay, also kein Raider. Ah. Dieses dämliche Drahtgeflecht, ne? Terminal-Grafikkarte. Vakuumröhre. Sehr gut. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Wow, der hat eine Lasermuskete. Er hat sich jetzt versteckt. Oi. Oh, da ist ja noch einer. Verdammt. Ich bin an ihm dran. Nein! Nein, verdammt! Zum Glück haben wir abgespeichert da unten, bevor wir hier hochgegangen sind. Ach du meine Güte, okay. Das war keine... Das ist, ja, das wird nicht so leicht da oben, glaube ich. Das wird nicht so leicht, okay. Dann probieren wir mal was anderes. Und zwar habe ich ja noch...
So, erstmal schalten wir mal die Alarmanlage aus. Okay. Nein, was war das denn? Da wirft er das dagegen, hallo? Na, super clever, super clever. Ist die kaputt? Nein, 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 ist natürlich nicht. Aber fast, aber fast. So, jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Okay, gut, jetzt habe ich auf jeden Fall Munition gespart. Und muss aber trotzdem gucken, dass ich mich erstmal wieder hier heile. So, bevor wir hier weitergehen. Wow, das Blutpaket macht uns ein bisschen benommen anscheinend. Schaltet ihn aus. Okay, ah, da kommt einer. Ich speichere trotzdem hier. Wow, 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 wow. Okay. Die sind gefährlich mit ihren Lasermusketen. Habe ich denn keine Mine mehr? Schade. Dann hätte ich die... Aber ich glaube, ich habe keinen Schuss dafür, ne? Ne. Uah. Mal gucken, wie, ob wir... Aha! Oh, ich darf nicht stehen bleiben. Treffe ich den überhaupt? Ach du, ihr Blödviecher. Oh Mann. Ich verstecke mich mal hier hinter. Also meine Taktik ist gerade nicht gut. Kartoffelchips. Ach du meine Güte. Ziemlich radioaktiv. Aber Kaugummi ist gut und ein bisschen Köterkeule. Kommen wir erst nochmal. Ein bisschen Köterkeule und können wir nicht irgendwie das... diese Radioaktivität wieder wegkriegen. Sehr gut, jetzt haben wir nämlich gar keine Radioaktivität mehr. Und jetzt holen wir uns mal, ich glaube... Kommt her! Ja, kommt her! Ein bisschen Psycho. Ja, Freund. Das war gut. Ja, ein bisschen Psycho... einschmeißen, bisschen rumschreien, hochrennen, Molotov-Cocktail und schon ist man glücklich. Was? Da ist ja noch einer, oder was? Ah, hier wohnt er. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Trotzdem speichere ich mal. Und dann sage ich, erstmal hier vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen dann natürlich direkt weiter in der nächsten Folge hier. Und ja, dann werden wir dieses Lager hier mal übernehmen. Und diesmal lassen wir uns nicht so überrumpeln wie am Anfang. Sondern wir werden denen zeigen, wo es lang geht. Bis zur nächsten Folge Fallout 4. Ciao, Leute.